Tag. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gerne kennenlernen. Ja, gerne. Möchte ich auch gerne kennenlernen. Was hast du denn so im Angebot? Zumindest schon mal 4 Stück. Ein Chopsy. Kampf, Hornattacke. So. Wirbelwind. Ach. Da hast du nichts von. Chopsy wurde besiegt. 318 EP und Level 32. Ah, 2 Level haben wir schon mal gemacht. Was für ein resetztes Mauzi in den Kampf? Nein. Aber Doppelkick, dann ist Mauzi weg. Sehr effektiv, genau. Und das haben wir besiegt. Wieder ein Taubsi. Wir bleiben bei Nidorino. Dornattacke. Oh! Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Mach mal Tackle. Nein! Das hat ja noch den Vorrang. Langsam wird es ein bisschen eng für Nidorino. Tauboga in den Kampf. Nein. Wenn, dann kannst du zumindest dafür Pikachu schön runter machen, das Tauboga. Wenn du es nicht sogar besiegst. Ah, reicht noch nicht. Oh, könnte eng werden, könnte eng werden. Ja, die Hälfte hat er abgezogen. Und Tauboga wird besiegt. Nidorino 625 EP und besiegt Pfadfinderin. Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Ja. Es hätte aber noch leichter sein können. So, hier sind irgendwo noch mehr Gegner. Ich weiß gar nicht, ist hier irgendwo was versteckt? Das ist das. Nee. Lohnt. Dieser Klaus, Schneider, bitte. Nee, itemmäßig ist hier nichts versteckt. Pokémon wollen auch keine kommen. Ja, war einer. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Wieder ein Vogelfänger. Oh, der hat sogar 5 Pokémon. Habitat. Los, Nidorino. Kampf. Vollattacke. So, da hat aber gut reingehauen. Den machen wir auch noch mit Nidorino. Da müssen wir nicht Gefahr laufen, dass Pikachu auch noch besiegt wird. Taubsi in den Kampf. Nein, wollen wir nicht. Wieder Hornattacke. Aber auch immer so ein bisschen nur, ne? Aber wir gehen bald meine Hornattacken aus. Ist eher schlecht. Taubsi! Nein. Vier, ja. Ah, jetzt ging die auch daneben. Unversehrt. Hauptsache meine Rollattacke ging daneben, ey. Ich hab schon nicht mehr so viel. Aber immerhin hier ist ein Volltreffer. Habitat. Nein, wollen wir nicht wechseln. Mit 9 KP macht er hier alles fertig, ey. Bam, wieder ein Volltreffer. 310 EP. Warum kriege ich jetzt nochmal ein Level Up mit Nidorino? Hält sich echt wacker, ne? Gehen die daneben, ey. Oh, Entschuldigung. Nein, ist nicht wahr. Pikachu. Donnerblitz. Sollte auch reichen. Bäm, sehr effektiv. Wurde besiegt. Pikachu besiegt Vogelfänger. Muss ich tatsächlich doch zum Pokémon Center. Der Wind dreht dich. Ja. Aber Moment, ich glaube da war hier was hinter. Nein. Okay. Pokémon. Kadabra. War ein weiter Weg, aber 3 Pokémon besiegt. Pikachu halb down.
An die anderen beiden hätte sie das locker geschafft, aber ich will die ja jetzt momentan überhaupt gar nicht einsetzen, damit die nicht die EP bekommen. Weil die anderen sollen jetzt erstmal wieder an die Level rankommen von den Glurak und Kadabra. So, das Kadabra hat jetzt erstmal Auszeit. So. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm wieder, ist halt wieder vorbei. Nein, ich hab doch gar nicht hier. Ich wollte hier speichern. 44 Pokémon habe ich. Das hat das Spiel gespeichert. Item. Fahrrad. Und wieder Item Fahrrad. Den habe ich jetzt als erstes. Pokémon. Nee, Nidorino will ich nicht da oben haben. Tausch mit dieser Knosp. Chillock Tausch mit Pikachu. Und Glurak Tausch mit. Nee. Ja doch, kann man so machen. Zack. Dann haben wir die Reihenfolge, wie ich sie skillen will. Bei Toto schon cooler ist als dieser Flor, ne? Und die Angel-Pokémon, also die Wasser-Pokémon sind ja jetzt eh erstmal hier vorbei. Es kommen auf jeden Fall noch Wasser-Pokémon. Wenn ich jetzt dann Surfer irgendwann mal lerne. Ah, egal. Bleiben wir so erstmal. Turtok braucht ja zwar auch noch Level Up. Aber das ist alles kein Problem. Dürfte alles kein Problem sein. So, Vogelfänger. Ich glaube, da sind Pflanzenattacken gegen Vogel-Pokémon war nicht gut, ne? Mir ist echt nicht sicher. Ich habe das Zerschneider gemacht. Ja. Zerschneider ist gut. So, können wir das mal ausprobieren, weil Rasierblatt macht das so oder so. Jetzt fertig, egal wie effektiv. Volltreffer. Die Attacke ist nicht effektiv hier. Aber mit dem Volltreffer hat das auch gereicht. Ja komm, dann nehmen wir Chillock. So, Bisaptops kommt zurück. Ist ja auch nur ein Level weiter. Und Chillock hatte sich ja sehr gut gegen die Vogel-Pokémon ja, gezeigt. Effektiv gezeigt. Wobei es schon auch jetzt eng werden könnte. Wenn er immer Rucksack gibt, kassiert. So, aber erstmal das Tauburger besiegt. 628 HP. Habitat. Nein, wollen wir nicht tauschen. Aquaknarre. So. Furienschlag. Nimmt nicht viel weg, immer nur 3 KP. Aber wenn er dann Ewigkeiten Furienschlag macht, dann ist das auch blöd. Zack, erledigt. 322 HP und Level 22. Ibitak. Nein, wir bleiben bei Chillock. Kampf, Aquaknarre. Hey, hör auf mit deinen blöden Furienschlägen. Weil du machst doch noch Volltreffer hier. Aber immer nur zweimal getroffen. Ne, jetzt viermal getroffen hätte, nur mit Volltreffer. Das wäre schon echt assi. Mann, der gerade erste Trainer und Chillock ist schon fast wieder down. Oh, ging daneben. Reicht das? Nein, leider nicht. Ja, Aquaknarre gegen Chillock ist jetzt aber nicht so effektiv. So, Ibitak haben wir besiegt. Chillock hat 901 EP bekommen.
Die Luft ist raus. Tja. Hier war der Sackgasse. Oh, gut, dass sie nochmal hier runtergefahren sind. So, oben haben wir, hier haben wir noch nicht. Was schaust du so dumm aus der Wäsche? Was? Ich wusste jetzt nicht, dass ich dumm aus der Wäsche gucken würde. Bin ich jetzt nicht der Meinung. Biker möchte kämpfen. Biker setzt Mogon ein. Das ist, denke ich mal, für dieser Knoss ganz gut. Kampf, Frankenhieb. Nicht effektiv, okay. Dann machen wir das mit Zerschneider. Das kann ein bisschen sich hinziehen. Natürlich immer nur blöd, dass dann mein Bisaxnoss auch halt relativ viel KP verliert. Also ich keine Lust, dann nochmal zum Pokémon Center gehen zu müssen. Smog. Nicht effektiv. Gut. Smogon wurde besiegt. Wieder Smogon. Ja, bleiben wir bei dieser Knosp, oder? Ja, glaube ich, Shilok ist, glaube ich, ganz gut auch gegen die Gift-Pokémon, ne? Mit seinen Wasserattacken. Kampf, Aquaknarre. Nee, auch nicht wirklich viel besser. Dann einfach so. Deckel. Bäm. Besiegt. Na, bleiben wir bei Shilok. Kampf bis. Ich weiß gar nicht, wie effektiv bis gegen den ist. Nee. Auch nicht so viel. Aber dann schaffen wir noch hier Shilok, ne? Nein, es ist aber Shilok schon wieder vergiftet. Los, Shilok, mach fertig! So. 684 EP. Mein armes Shilok, ey. Immer wieder vergiftet. Zack, Getriebeschaden. Und? Meine Vogel-Pokémon sind gut und kämpfen vorbereitet. Vorbereiten? Vorbereitet, denke ich mal. Möchte kämpfen. Topsy. Zerschneider. Bäm. Ja, mal nur mal Wirbelwind. Saltwirbel kannst du natürlich auch machen. Ah, jetzt gehen die daneben, ey. Ist nicht wahr. Scheiß Genauigkeit sinkenden Dinger hier. Aber Topsy besiegt. Und 306 EP bekommen. Habitag. Wir bleiben bei dieser Knosp. Wumms. Ja. Oh, was kannst du eigentlich... Oh. Wenn man schon, wenn dann hier Attacke geht daneben... Wobei, ich hatte glaube ich schon, ne? Attacke ging daneben und die hatten dann trotzdem Spiegelblick machen können mit einer Attacke, die daneben gegangen ist. Volltreffer! Wie gesagt, das 322 EP. Immer noch kein Level Up. Zerschneider. Mhm. Oh, Mann! Immer diese blöde Genauigkeitsklauen hier. Ach, ging auch daneben. Nein! Verdammt. Shilok! Komm, dann hast du es auch hinter dir. Aquaknarre! Wenn er das jetzt noch schafft, ne? Ja, hat er doch geschafft. Hauptsi wurde besiegt. 306 EP. Ibitak in den Kampf. Nein, wollen wir nicht wechseln. Kann jetzt Ibitak jetzt noch ein bisschen schwächen hier. Okay, oder nicht? Doch.
Kann er, haha. Volltreffer. Giftschall, Chilok. Und Chilok wurde besiegt. Ja, Hidorino. Kriegst du wieder die ganzen EP hier. Verteidigung sinkt, aber ja, schöne Hornattacke. Imitak wurde besiegt. Nidorino hat 901 EP und bekommt Level 33. Föhle besiegt Vogelfänger. Sie waren nicht stark genug. Ne, waren sie nicht. Jetzt komme ich hier nicht durch. Hallo? So. Den da oben hatten wir. Servus, in Prismania City kann man TM kaufen. VM besitzen allerdings nur wenige Personen. Tja. Vogelfänger möchte kämpfen. Wieder ein Tauboga. Level 29. Hornattacke. Sollte ja kein Problem für uns sein. Ruxokieb ist echt fies, ne? Dass er immer fast schneller dran ist. Ja, dann geht meine Attacke daneben. Gegen einen so einen blöden Sandwirbel. So, und wieder Hornattacke. Tauboga wird besiegt. 702 EP. Möchte ich Mittag in den Kampf schicken? Na, wir wollen jetzt gerade nicht wechseln. Ja, erfolglos, weil ich habe doch gar keine Attacke gemacht gehabt. Tja, Verteidigung. Wieder ein bisschen gesunken. Aber ich glaube, bis zum Pokémon Center sollten wir es dann noch alle mit Pikachu schaffen. Sonst nehme ich, glaube ich, Glurak, ey. Ich habe echt keine Lust jetzt nochmal von Lavantia da aus den ganzen Weg hier runter zu fahren. Aber den haben wir sowieso erstmal besiegt. Imitak wurde besiegt. 1006 EP für Nidorino. Huh, so ein Mist. Finde ich eher gesagt gut. So, Mist finde ich das jetzt nicht. Ding. Hast du einen Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Nee, leider noch nicht. Aber Glurak wartet drauf, dass ich ihm das beibringe. Vogelfänger möchte kämpfen. Habitak. Los, Nidorino. Und Hornattacke. Wieder Furienschlag hier. Haut wenigstens nicht ganz so weit rein. Und nur zweimal getroffen. Zack. Habitak wurde besiegt. 348 EP. Dudu. Ein Dudu. Zack. Ah, Schnäbel, es tut schon weh. Und dann noch ein Volltreffer. So, Nidorino hat das gemacht. Und erreicht Level 34. Setzt Imitak ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Nehmen wir jetzt Pikachu. Weiß nämlich nicht, ob der jetzt ab Level 34 sich entwickelt. Und wenn er da dann besiegt wird, entwickelt er sich nicht. Oh. Ist nicht wahr. Donnerschock. Zack. Volltreffer. Danke, sehr effektiv. Imitak wurde besiegt. Pikachu 972 EP. Wurde besiegt Vogelfänger. War das eine Bruchlandung? Felo gewinnt 700 EP. EP, Pokédollar. Schade, kein Level Up. So, da haben wir wieder einen Biker. Wir kommen oft her, weil es hier so unglaublich viele Platz gibt.